Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhause? Ja, es muss da wieder mal was gemacht werden. Ich spritze meine Zuckerrüben gegen euch. Ja, da ist auch noch Tanken angesagt. Einmal schauen, was da die Tankanzeige im Detail sagt. Ja, sieht man das? Ich habe 175 Liter gebraucht von 210 Liter. Das heißt, ich kann gar nicht rechnen, 30 Liter sollten da sicher noch sein. Ja, jetzt muss ich da noch eine Düse nehmen. Und ich glaube, ich nehme noch die Hardy, die rote, die 04er Düse. Wenn ich da mit 3 Bar Spritze, Druckspritze, müsste ich da bei 6 Stundenkilometer 320 Liter verrechnen. Das werde ich so machen. 320 Liter die Hektare, 3 Bar. Jawohl, so macht es der Bauerhausi. So, zuerst wird Zapfellendrehzahl ausgewählt. Die habe ich vorgespeichert, 420. Und dann Geschwindigkeit des Traktors mache ich 6,2 Stundenkilometer. Dann hinten Druck justieren auf 3 Bar. Falscher Hebel gewesen. Noch einmal Druck justieren. 3 Bar ungefähr. Ja, so. Dann einmal Banken öffnen und nachkorrigieren und lasst auch gerade Spritzmittel nachlaufen. Bereit für die erste Spritzung in meinem Zuckerrübenfeld. 1,5 Liter Beta-Start, 1,5 Liter Petron, 100 Gramm Vensardi Hektare. Nachher ist da konzentriertes Fahren angesagt, damit ich da die Spur nicht verliere. Auf die gelbe Markierung zusteuern. Quer spritze ich da, damit ich da besser rein und raus fahren kann. Fahre da einmal rings ums Feld, bevor ich dann normal die Fahrspur fahre. Ja, hier die Zuckerrübe und da sieht man der Raps mit 2 Keimblätter. Das heißt für mich Unkraut, speziell Raps, gut im Auge behalten. Und dann mache ich einen Dreifachsplit. Und im letzten Split werde ich dann sicher eventuell noch Gräsmittel dazugeben müssen, je nachdem, was dann aufgelaufen ist.